und herzlich willkommen zu einem neuen Video zur U23-Bundesliga. War jetzt schon ein bisschen her, bevor das letzte Video gekommen ist, aber ich habe mir gedacht, heute geht's weiter und, ja, ihr seht schon, heute geht's weiter mit dem FC Bayern München, mit dem Kader der U23 von den Bayern. Genau, nächstes Jahr gibt es nämlich dann die U23-Bundesliga, genau, und jetzt würde ich mal sagen, stelle ich euch alle Teams vor, der ersten Liga, zweite und dritte Liga. Die Teams, die kommen aber nur auf Instagram. Genau, und jetzt würde ich mal sagen, starten wir rein mit dem Torwart. Und im Tor steht natürlich Christian Früchtl, 19 Jahre alt, ein knappes Jahr älter als ich. 28. Januar ist er geboren worden, 2000. Genau, einer der größten deutschen Torhüter-Talente. In dieser Zeit steht er auch schon als Stammtorwart fest bei der zweiten Mannschaft. Genau, kommt auch aus Niederbayern, also auch nicht so weit weg von hier, tatsächlich. Nur um die 60, 70 Kilometer wurde er geboren, genau. Jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit der Abwehr. Mit Benjamin Pavard wird weitergemacht. 23 Jahre ist er alt. U23 sind da Spieler, auch noch zugelassen, die 23 Jahre alt sind. 28. März 1996 hat er Geburtstag und ist definitiv ein guter Verteidiger in der U23-Bundesliga auf jeden Fall, weil junge Verteidiger, die richtig gut sind, die Stammspieler sind, gibt es ja auch nicht so häufig bei den Teams. Aber Bayern hat schon einen starken Kader, wenn man sich das mal alles anschaut, aber seht ihr sowieso noch im Laufe des Videos. Wir machen gleich weiter mit dem nächsten französischen Nationalspieler, nämlich Lucas Hernandez, Rekordneuzugang bei den Bayern, leider lange verletzt, wird erst im neuen Kalenderjahr wieder zum Einsatz kommen bei den Bayern. Und wann ist auch noch nicht sicher. Genau, 14. Februar 1996 hat er Geburtstag, ist somit auch noch 23 und passt auch noch richtig gut rein in diese Mannschaft. Der einzige Deutsche in der Verteidigung heißt Lars Lukas May, steht auch schon häufiger im Profikader, allerdings noch nie zum Einsatz gekommen für die erste Mannschaft. In der zweiten Mannschaft spielt er auch regelmäßig, ist eigentlich auch Stammspieler, aber zurzeit ja wegen den vielen Verletzungen in der ersten Mannschaft sitzt er halt dann bei der ersten Mannschaft auf der Bank. Genau, man merkt schon, dass es eine Schwächung ist für die zweite Mannschaft, wenn so Spieler nicht dabei sind wie Lars Lukas May oder Sabri Zing, wer war da noch dabei, Joshua Zirkzee und so weiter, auch Vita Arp, der fehlt ja auch, glaube ich, wegen einer Verletzung oder so. Das hat man da schon gemerkt gegen Kaiserslautern, dass die Spieler den Bayern fehlen. Lars Lukas May, definitiv großes Talent, sollte auf jeden Fall meiner Meinung nach mal in der ersten Mannschaft zum Einsatz kommen, finde ich. Hätte er sich auf jeden Fall verdient. Bereits der dritte 19-Jährige hier in dieser Aufstellung, nämlich Alphonso Davies, eigentlich ja geplant gewesen, als sie ihn verpflichtet haben für einen Flügel, aber ja, irgendwie ist er jetzt doch in der Außenverteidigung gelandet. Genau hier, Rechtsverteidiger, 2.11. Genau, ist er 19 geworden, also auch noch ziemlich jung und auch schon ziemlich talentiert. Gegen Werder Bremen hat er wirklich richtig gut gespielt, auch in der Champions League stark von ihm, was er gegen Tottenham gezeigt hat, dass er auch, ja, kann wirklich ein Großer werden und kann eine Zukunft haben beim FC Bayern München. Genau, jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Mittelfeld. Weiter geht es mit einem weiteren Stammspieler aus der zweiten Mannschaft, nämlich Paul Will, 20 Jahre alt, 1. März hat er Geburtstag, 1999. Ist ein guter defensiver Mittelfeldspieler, definitiv. Allerdings noch nicht so richtig zum Zug gekommen ist er in der ersten Mannschaft, auch da noch nicht gespielt. Vorbereitungsspiele und so weiter, da kommen die Jungspieler dann immer zum Einsatz, aber in der Bundesliga oder so leider nicht so oft. Ich hoffe, das ändert sich dann in die nächsten Jahre, dass wieder mal Talente vom FC Bayern München, von der Nachwuchsmannschaft sich etablieren. Das gab es ja letztens, war das Alaba, Müller, die Generation, aber die werden ja auch immer älter, merkt man dann schon. Und Nachkommen tun bloß Spieler, die sie dann verpflichtet haben. Junge Spieler, die sie verpflichtet haben, zum Beispiel Hernandez oder Davies und so weiter, auch Vita Arp zum Beispiel, alle nicht beim FCB ausgebildet worden, sondern anderswo. Genau, machen wir aber jetzt mal weiter, würde ich sagen. Ein weiteres Beispiel dafür wäre Mikhail
Cuisance, den man vor der Saison von Gladbach verpflichtet hat, der allerdings in der ersten Mannschaft überhaupt nicht zum Zug kommt, sondern eher bei der zweiten Mannschaft spielt. Sogar auch da ist es auch schon passiert, dass er mal auf der Bank gesessen hat. Also Cuisance war, glaube ich, ein Fehler, dass er zur Bayern gegangen ist. Wäre bei Gladbach definitiv besser aufgehoben gewesen. 16. August 1999, hat er Geburtstag, auch erst 20 Jahre alt. Passt hier in die U23 vom FC Bayern München, denke ich, ganz gut rein auf einer Doppel-6 mit Will. Auf der 10er-Position steht für mich bei der U23 vom FC Bayern München Sabreet Singh, der erste Neuseeländer tatsächlich beim FC Bayern München. Auch er kommt nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Letztens ist er eingewechselt worden gegen Bremen. Stimmt, zum ersten Mal Bundesliga-Debüt gegen Bremen hat er noch einige Minuten bekommen. Allerdings konnte er da noch keine Akzente setzen beim Stand von 6-1. Also das war schon alles entschieden, wie er eingewechselt wurde. Ein paar Minuten bekommen hat, immerhin, würde ich sagen. Genau, auch erst 20. Ja, wir haben bisher bloß Spieler dabei, die 19, 20 oder 23 sind. Fällt mir gerade so auf. Mal schauen, ob sich das noch ändern wird. Genau. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir noch zu den Flügeln und zum Stürmer und natürlich auch noch am Ende zur Bank. Und da haben wir niemand Geringeres als den nächsten Franzosen, nämlich Kingsley Coman, ebenfalls 23 Jahre alt, also was mir gerade so auffällt. Bayern hat viele Franzosen, die 23 sind. Pavard, Hernandez und auch Coman. Leider jetzt auch wieder schwer verletzt, hat er sich. Im Champions League-Spiel war das und fällt jetzt auch längere Zeit aus, ein paar Monate, glaube ich, schon wieder Pause. Leider ist definitiv auch ein richtig guter Spieler und wird in der U23-Bundesliga definitiv auch zu den einer der besten Spieler gehören, wie ich finde. Also Bayern wirklich einen richtig guten Kader bisher für die U23-Bundesliga. Da werde ich nämlich auch eine Kicktipp-Gruppe machen und die Spiele auch so simulieren. Und das nicht nur zur ersten Liga, sondern auch zur zweiten und dritten. Das startet aber dann nächstes Jahr, das Projekt im Januar irgendwann. Genau, zwei Positionen haben wir noch und da stehen zwei ganz junge Spieler. Der jüngste Spieler in dieser Startaufstellung, sogar jünger als ich, auch 18 Jahre alt, Geburtstag am 22. Mai 2001, ist Joshua Zirkzee. Genau, ist in der Champions League zum Einsatz gekommen, auch einen Kurzeinsatz gehabt. Gegen Tottenham auch, er konnte da nicht so viel zeigen. Definitiv auch ein Talent, wo natürlich auch Stammspieler ist in der zweiten Mannschaft. Genau, eine Position haben wir noch frei, die Stürmerposition. Ich denke, ihr wisst, wer dort steht. Niemand geringeres als Jan Fiete Aab, 19 Jahre erst alt, wird bald 20 tatsächlich am 6. Januar 2000. Leider aktuell verletzt, sonst würde er vielleicht auch mal zum Zug kommen in der ersten Mannschaft. In der zweiten Mannschaft spielt er ja auch, wenn er nicht gerade angeschlagen ist, wie aktuell. Hoffentlich wird er auch wieder bald fit. Also es war jetzt auch schon ein, zwei Monate her. Genau, ich weiß auch nicht, was da gerade so los ist. Das ist auf jeden Fall die Aufstellung. Jetzt schauen wir nochmal auf die Bank. Hier sind wir also nochmal in der Gesamtübersicht, wo ihr die Aufstellung sehen könnt und natürlich auch die Bank. Also ich finde, ist ein guter Mix auf jeden Fall zwischen erfahrenen Spielern wie zum Beispiel Hernandez oder auch Coman sowie Pavard und natürlich auch dann jungen Spielern, die man dann heranführt. Genau, auch auf der Bank ziemlich viele Spieler, die noch sehr jung sind, Altersdurchschnitt 19,95 Jahre tatsächlich von diesen Spielern alle. Genau, auf der Ersatzbank alle Spieler aus der zweiten Mannschaft, nämlich Ron Torben Hoffmann als Torwart, dann Josef Stanisic, Chris Richards, Derrick Köhn, Theo Hieg und Kilian Senkbeil als Abwehrspieler, Timothy Tillmann, Marcel Züller, Yannick Hochelt und Maximilian Franzke als Mittelfeldspieler und Leon Dayaku kann sowohl auf dem Flügel als auch im Sturm eingesetzt werden. Das mal zum Personal bei Bayern München. Also ich finde, diese Mannschaft wird definitiv unter den ersten fünf stehen. Ob es für die Meisterschaft reicht, wird sich zeigen in der U23 Bundesliga. Und somit würde ich sagen, war es jetzt auch schon mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.